erzähle euch halt was über GitHub für Hardware-Projekte. Ja. Und fange erstmal an mit ein bisschen Git. So mal in den Raum gefragt, wem sagt Git nichts? Gut, dann brauche ich euch das ja auch nicht mehr erklären. Oder? Gut. Doch, einfach um dich in Verlegenheit zu bringen. Ach so. Ja, also, gut, dann fange ich doch nochmal so an. Also, Git an sich ist ein. Jetzt muss ich es übersetzen, ne? Ein Quellcode-Verwaltungssystem. Verteilt. Und, ja. Also auf deren Homepage sagen sie, okay, um alles von klein bis riesig irgendwie schnell und effizient zu verwalten. Ja, wenn sie dazu meinen. Wie funktioniert das Ganze? Also man arbeitet halt mit Repositories, die erstellt man mit diesem Git init. Dann wird der jeweilige Ordner, an dem man gerade ist, zu einem Repository. Mit git add Punkt kann ich alle Dateien in diesem Ordner sozusagen zu dem Repository hinzufügen. Und mit git commit erstelle ich einen Commit, also sozusagen so einen Speicherpunkt. Über dieses remote add kann ich dann einen remote Endpunkt anbinden und über git push sozusagen meinen aktuellen Stand an diesen remote Endpunkt hochschieben. Und genauso kann ich, wenn ich jetzt ein remote Repository habe, über git clone das sozusagen zu mir lokal klonen, oder wenn ich jetzt es schon geklont habe oder mir Updates sozusagen holen will, mache ich das über Git Pull. Fragen soweit? Mir gefällt der Teil nicht. Gut. Dann, ja, wieso für Hardware? Also es gibt ja jetzt, ich sag mal, nicht nur Open Source Software, sondern auch immer mehr irgendwie Hardware, die Open Source oder nicht, halt irgendjemand mit mehreren Leuten vielleicht zusammen dran arbeiten will oder einfach generell eine Versionierung haben will, wenn man sich selber irgendwie gerade was kaputt gebaut hat. Und ja, es gibt halt mehr als nur eine Firmware, sondern halt auch irgendwie Schaltungen, Schaltpläne, Layouts, all sowas. Und das kann man halt auch perfekt mit Git machen oder halt generell mit irgendeiner Versionierung. Und was halt auch ganz toll ist, es ist so eine Art One-Stop-Shopping. Das heißt, ich muss mir nicht irgendwie an 10 verschiedenen Stellen Sachen zusammensuchen. Da heißt jetzt irgendwo hier eine Firmware, woanders dann irgendwie die Platine, nochmal woanders den Schaltplan, sondern ich klone mir halt einmal mein Repository und habe halt alles da. Jetzt habe ich mal so ein Beispielprojekt. Kennt ihr vielleicht die Moodlamp? Wie das einfach aussehen kann? Also da habe ich halt hier einmal die Firmware in einem Ordner und aber genauso halt auch die Schaltung. Aber einfach zwei Ordner und noch irgendwie ein README und eine Lizenz und fertig ist. Und das ist dann einfach mein Repository. Und so kann halt jeder, der jetzt irgendwie das nachbauen will, kann sich das Repository kopieren, halt klonen, sieht die Schaltung, kann die Schaltung aufbauen, hat die Firmware, kann die kompilieren und flashen und los geht's. Jetzt warum GitHub? GitHub ist einfach so ein Online-Git-Repository-Service, wo ich halt für Open-Source-Software oder halt generell Open-Source-Repositories kostenlos meine Git-Repositories hosten kann. Ich kann relativ einfach andere Projekte forken, das heißt, wenn jetzt irgendein Projekt gestartet hat und ich möchte aber selber noch was dran arbeiten, kann ich das sozusagen in meinen Account reinkopieren, daran arbeiten und wenn ich jetzt irgendwas Tolles gebaut habe und sage, hey, vielleicht kann ich da auch was mit anfangen, kann ich einen Pull-Request schicken. Das sagt dann dem anderen so, hey, guck mal, das habe ich gebaut und willst du das nicht auch bei dir einbauen? Und der kann das über 2, 3 Klicks einfach bei sich reinziehen. Was auch noch interessant ist, ist, dass es gibt sowas wie Organisationen. Zum Beispiel das Raumzeitlabor hat eine GitHub-Organisation, wo dann halt auch mehrere Leute gemeinsam an Projekten arbeiten können. Man kann aber auch genauso an einem seiner persönlichen Projekte einfach mehrere Leute noch eintragen, die sozusagen damit dran arbeiten können. So viel zu GitHub. Generell dieses ganze Thema Kollaboration an Hardware ist momentan ziemlich im Kommen. Da gibt es jetzt zwei, ich nenne es mal, Projekte, die da so ein bisschen drauf aufbauen. Das eine ist SolderPad, was im Prinzip nichts anderes macht, als
Hardware-Projekte irgendwie darstellen. Also ich meine, in einem, zum Beispiel bei GitHub kann ich super durch Source Code durchscrollen. Die haben, also da gibt es Viewer für, das ist alles kein Ding, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Schaltplan habe oder so, den können sie da halt nicht anzeigen, außer vielleicht im XML-Format, aber ich meine, wer sieht jetzt aus dem XML-Format, wie der Schaltplan aussieht. Und SolarPad nimmt im Prinzip Git-Repositories und kann daraus, also erstellt daraus so eine Übersichtsseite, wo man dann halt, ich sag mal, Bilder mit draufpacken kann, den Schaltplan sehen kann, also Geschichten. Und dann gibt es Upwerter, was nochmal ein Stück weiter geht und sowas wie zum Beispiel Eagle als Online-Plattform baut. Das heißt, ich kann Online-Schaltpläne editieren, momentan glaube ich noch keine Platinen-Layouts, aber halt so wie gesagt, halt Schaltpläne, ich weiß nicht, was sonst noch dabei ist. Müsst euch einfach, also wenn euch das interessiert, guckt es euch einfach mal an. Man kann auch da irgendwie, gibt es eine Git-Integration. Das heißt, ich kann auch da das, was ich auf Upwerter gebaut habe, irgendwie auf GitHub hochschieben oder mir halt so runterziehen und lokal irgendwie weiter verbreiten. Und ja, halt munter mit mehreren Leuten an Hardware-Projekten arbeiten. So viel dazu, noch irgendwelche Fragen? Ja, wir probieren die Sache aus mit Livid, also Multivid. Und kennst du gut die Möglichkeit aus Eagle die Projekte zu X und zu importieren? Weil es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig rund, dass der aktuelle Workflow ist, dass wir so ein Skript habt, das dann die Dateien aus dem Projektverzeichnis in das Git-Verzeichnis kopiert und dann Keine Ahnung, ist das die neue Version? Ja. Da habe ich noch nicht mit gearbeitet. Keine Ahnung. Sonst noch irgendwas? Dann Happy Hardware Hacking.